Herr Generalsekretär Guterres, bitte. Ja. Ist das wirklich ein Wahnsinn? Ich weiß nicht, ob ich derisch bin. Jetzt haben wir da monatelang ausverhandelt den Migrationspakt, den UN-Migrationspakt. Und nichts habe ich gehört von den Österreichern. Und jetzt unmittelbar vor der Unterschrift. Jetzt haben sie ihn scheinbar das erste Mal gelesen und sagen, nein, wollen wir nicht unterschreiben. Ja. Können Sie es nicht vorlesen? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Umsonst haben Sie alle gearbeitet. Den UN-Migrationspakt. Können Sie vorlesen vielleicht, bitte? Lesen ist total wichtig. Das ist das Wichtigste, dass man lesen kann. Ich kann besonders gut lesen. Ich bin der Beste von den Lesern. Schon in der Schule war ich der Beste in Lesen. Und jetzt sage ich, wie das geht. Man muss die Buchstaben von links nach rechts, eine nach die andere nehmen. Zum Beispiel da. UN-Migration. Unmigration. Unmigration heißt es, gell? Das ist das. Für das bin ich eigentlich, für die Unmigration. Die sollen alle dorthin migrieren, wo sie herkommen sollen. Unmigrationspakt. Das will man unterschreiben. Unmigrationspakt. Das ist ein gutes Wort. Unmigration. Na, das heißt. UN. Unmigration. UN-Migration. Nicht Unmigration. Unmigration. Nein, das gibt's nicht, das Wort. UN-Migration heißt das. Aber unterschreiben Sie, muss man recht. Ist von mir. Ja. Von mir jetzt. Unmigration. Solange Sie unterschreiben, ist man wirklich recht. Aber es heißt UN. Sind Sie für Unmigration? Sie sind der Größte. Danke. Sie sind wirklich der Allergrößte. Vollkoffer, den es gibt. Schickt ihn nach Mexiko. Sie sind die Hoffnung. Gut. Also, der Herr US-Präsident Donald Trump hat jetzt gesagt, er hat ein Wort erfunden. Unmigration, das ist natürlich ein Blödsinn, das gibt es nicht. Aber solange er dann dafür den UN-Migrationspakt unterschreibt, sagen wir, okay. Trump ist der Beste, der erfindet einfach ein Wort. Er hat es erfunden. Unmigration. Hiermit gehst du mit mir nachher auf einen Kaffee, mit Milch und Zucker? Ja, das Wort Unmigration, ja. Heinz-Christian Strache, sind Sie eigentlich jetzt für oder gegen Unmigration? Moment, das ist schwierig. Was sagt der Trump? Der sagt, er ist jetzt gegen die Migration. Nee, und wofür sind Sie oder wogegen? Sind Sie nicht für Unmigration? Ich bin, das ist kompliziert. Sind Sie jetzt für oder? Moment, nicht dagegen für, bin ich Unmigration? Ich weiß es nicht. Das ist so kompliziert. Aber ist Sie verunsichert? Nein, ich bin nicht verunsichert. Das ist ein schwieriges... Aber Moment. Ja, was machen Sie jetzt? Unterschreiben Sie? Wenn ich jetzt unsicher bin, gehe ich jetzt zur UNO, zum Unsicherheitsrat. Magic!